So, liebe Zuschauer, okay, willkommen zurück. Sorry für diese Unterbrechung und vielen Dank für die Geduld. Das wird jetzt wieder ein Video in zwei Teilen. Wie gesagt, sorry, nicht gut, aber es ging nicht anders und es ist jetzt auch gar nicht schlecht gewesen, dass ich das Video kurz unterbrochen habe, weil, was ist passiert? Also, ich habe am Schluss eben des ersten Videos, des ersten Teils, hier vorne Achse, Kugellager, Rücklaufsperre und so weiter, aus dem Gehäuse rausgezogen und dann ist mir, was oft passiert, also auch wenn man aufpasst, auch wenn man Erfahrung hat, hier unten, da ist eine kleine Feder, die sitzt, drückt hier nur ins Gehäuse und sitzt hier auf diesem weißen Kunststoffteil von der Rücklaufsperre auf einem winzigen Stift. Und wenn man die ganze Einheit rauszieht, dann kann es passieren und es ist mir passiert, dass diese Feder hier mit herausgeht. Natürlich ist sie mir dann weggesprungen und ich musste einen Ersatz einbauen, aber ich habe Gott sei Dank einen guten, schönen Federvorrat hier. Das heißt, das habe ich jetzt gemacht, das sitzt wieder drin, das passt wieder. Ansonsten wurden hier vorne nur das Kugellager geölt und hier hinten das Pinion Gear, das kleine Ritzel, wurde gefettet. Das Ganze wurde wieder reingesteckt und jetzt funktioniert es wieder. Also, diese Federn, ja, das ist immer so eine Sache. Bevor hier wieder was auseinanderfällt, kommt jetzt ganz schnell wieder diese Metallabdeckplatte mit den drei Schrauben drauf, dass das Kugellager und die Anti-Reverse-Einheit wieder fest im Gehäuse drin sitzt, dass da nichts passiert. Und dann machen wir hinten mit dem Getriebe weiter. Gut, also das ist das, was ich immer sage. Kleine Federn, Rücklaufsperren und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die einen bei der Rollenwartung in den Wahnsinn treiben können. Also, Bremsen, Getriebe, Kurbel, solche Sachen. Kugellager ölen, das ist alles kein Problem, aber wenn es dann wirklich hier an diese kleinen Details geht, das kann ziemlich Zeit und Nerven kosten. Und wie es der Teufel will, wenn man hier so ein Video dreht, dann passieren immer diese Unfälle. Aber es ist halt wie im echten Leben. Wenn die Kamera nicht laufen würde, würden diese Malheurs auch passieren. Gut, jetzt kommen hier diese drei Schrauben wieder rein. Was ich noch sagen wollte, man merkt, dass es keine besonders teure, hochpreisige Rolle ist. Die Schrauben haben keine besonders gute Qualität. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt rostfrei sind. Na gut, das ist natürlich eine Rolle, die ist auch für den Süßwassereinsatz gedacht. Ist jetzt keine Meeres- oder Salzwasserrolle. Die Schraubenköpfe könnten was besser, was exakter gearbeitet sein. Aber egal, Schrauben ist hier wieder ran. Und auch was da jetzt eben passiert ist, diese kleine Feder, dass die einem so entgegenfliegt, das ist ein Konstruktionsprinzip. Es funktioniert, ja, es geht, aber so besonders durchdacht scheint das Ganze nicht zu sein. Okay, das ist wieder drauf. Man kann hier testen, Rücklaufsperre funktioniert, wenn ich sie hier umlege. Achtung, ich demonstriere das mal. Wenn man hier unten das macht, dann bewegt sich dieses Kunststoffteil, die Feder wird zusammengedrückt. Und der Rücklauf ist ausgeschaltet. Okay, gut, dann geht's schnell ans Getriebe, ans Eingemachte. Was wir hier sehen, ist ein bisschen weißliches Fett drin. Das sieht man auch hier auf dem Hauptgetrieberad. Also das Fett ist neu, die Rolle ist ja ungefischt. Das wird jetzt einfach mit einem Wattestäbchen entfernt. Wird etwas gereinigt. wie gesagt, das Fett ist noch neu. Ist nicht verbraucht, ist nicht verharzt, ist nicht verhärtet, aber diese ganze Rolle, also sie haben schon gespart am Fett, es ist nicht viel drin. Also insofern ist es gut, dass wir sie aufgemacht haben und reingeguckt haben, dass hier die ganze Schmierung neu gemacht wird. Also ich reinige jetzt alle Teile schnell, das geht ganz rasch, ist nicht viel zu tun. Dieser Wickelblock hier ist sauber, einfach mit dem Wattestäbchen durch. Und dann haben wir hier zum Schluss noch dieses Ritzel, was den Wickelblock antreibt, den S-Kurvenblock. Ist auch sauber, wie denn auch, wenn die Rolle neu ist. Gut, dann schrauben wir es wieder zusammen. Geht's an den Zusammenbau. Fangen wir an hier mit diesem Ritzel, was den S-Kurvenblock antreibt, was eben für den Spulenhub verantwortlich ist. Fett auf die Zahnräder, eine dünne Schicht, dann wird das Ganze hier einfach in die Rolle hineingesetzt und dann mit einer Schraube, mit der da, einer ganz kurzen Schraube, wieder festgedreht.
viele kleine Schrauben in dieser Rolle. Und wer meine Videos kennt, weiß, dass ich mit diesen kleinen Schrauben immer zu kämpfen habe. Tue ich hier einfach einen Tropfen Öl dran. Da ist noch so eine Scheibe dazwischen. Jawohl, dreht sich. Prima. Als nächstes wird dieser S-Kurvenblock eingesetzt. Auch hier wird in diesen Kanal mit dem Pinsel eine gute Ladung Fett eingebracht. Da muss man am Fett nicht sparen. Hier auf diesem Wickelblock, der bewegt sich viel hin und her. Der hat eine gewisse Belastung. Der wird dann einfach wieder draufgesetzt, dass diese S-förmige Rille eben in dem kleinen Stift sitzt auf diesem Zahnrad. Und dann kommt hier das Hauptritzel rein. Hier, dieses kleine Zahnrad treibt dann das Zahnrad an, was für den Spulenhub verantwortlich ist. Und hier das große Zahnrad treibt vorne den Rotor an. Auch hier mit dem Pinsel das Rollenfett verteilen. Na, habe ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel genommen. Okay, passt. Dann wird das Ganze hier wieder hineingesetzt. Dieses Hauptritzel. So. Hier oben, das ist dieser Mechanismus für den Freilauf. Da habe ich gesagt, da machen wir nichts. Das Einzige, was ich hier mache, ist, dass ich auf die Schraube, dass ich da zwei Tropfen Öl anbringe, Rollenöl. Mehr muss man da nicht machen. Und jetzt können wir, wo das geschehen ist, also Hauptgetriebe ist drin, der Wickelblock sitzt hier drin, und jetzt können wir die Achse wieder einführen. Und die Achse, wie gesagt, ich hab gesagt, im Freilaufbetrieb muss diese Achse um 360 Grad drehbar sein. Und dann haben wir hier diesen Clip, ich zeige mal, wie das aussieht. Der greift mit diesen beiden zangenförmigen Ärmchen hier in diese Rillen rein. Das heißt, die Achse kann sich so drehen, aber sie wird nach linear nach vorne und hinten bewegt. Das ist der Trick oder das ist die Technik, die dahinter steckt, um diesen Freilauf oder um diese Heckbremsfunktion zu gewährleisten. Und hier diese Achse hinten, die ist an zwei Seiten abgeflacht, ja, die ist also nicht rund, sondern die ist abgeflacht. Und die steckt dann eben hier hinten in diesem Bremsmechanismus, sie steckt da drin in einem Rad, was innen eben auch eine nicht runde, sondern zum Teil eckige Aussparung hat. Und das fixiert die Achse. Wie immer kommt auf die Spulenachse bei mir, kommen zwei, drei Pinselstriche Rollenfett, nicht zu viel. Und dann wird das Ganze hier vorne wieder eingefügt, wird hineingeschoben. Und da muss man hier hinten etwas spielen, dass das durch diesen Wickelblock durchgeht. Und dann wird es ganz bis nach hinten durchgesteckt, bis diese zwei Vertiefungen, die man sieht auf der Achse, hier und da, bis die eben genau am Rand dieses Wickelblocks sitzen. Und dann geht man her und führt hier diesen Clip ein. Und zwar, jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege auf der Kamera, von unten, ja, der wird also so reingesteckt. Diese Aussparungen, diese kleinen Hörnchen gehen von hinten, von unten um die Achse und dann wird das Ganze runtergeklappt. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, jawohl. Das wird dann runtergeklappt und sitzt dann so drauf. Und das wird jetzt dann mit einer wiederum sehr kleinen Schraube gesichert. Rein damit. Gut. Dann ist das geschehen. Und so sieht das Ganze aus. Schon wieder zusammengebaut. Als nächstes wird der Seitendeckel drauf gebaut. Hier in der Seite vom Seitendeckel, habe ich gesagt, ist noch ein Kugellager. Das wird geölt. Ein paar Tropfen Öl drauf, mehr braucht es nicht. Und dann kann man den Seitendeckel wieder installieren, wieder draufsetzen. Und das wird jetzt, das habe ich schon mal gemerkt, beim ersten Auseinanderbau und Zusammenbau der Rolle, das wird jetzt ein wenig, wie soll man sagen, das kann jetzt ein wenig schwierig werden, weil das alles so eng verbaut ist. Da muss man einiges
Da muss man ziemlich herumprobieren, vorsichtig und herumspielen, dass man den Deckel plan drauf kriegt. Aber ich glaube, ich habe Glück. Jawohl, ich habe Glück. Ja, ich habe Glück gehabt. Er sitzt plan drauf. Er sitzt gerade drauf. Das ist wichtig. Das ist ein Kunststoffgehäuse. Wenn der Deckel schief sitzt, nicht darauf vertrauen oder nicht darauf bauen, dass man den mit den Schrauben, wenn man die vier Schrauben, die Gehäuseschrauben wieder reindreht, dass man ihn dann schon gerade drauf kriegt. Sondern er muss tatsächlich von Anfang an, bevor man die Schrauben festzieht, ganz plan und satt einrasten. Gut, dann folgen hier die vier Gehäuseschrauben. Die vier Gehäuseschrauben haben, das habe ich vergessen zu sagen, ich habe es kontrolliert beim Auseinanderbau, sie haben alle die gleiche Länge. Da muss man auch oft gucken. Viele Rollenhersteller haben nämlich unterschiedliche, verbauen unterschiedliche Schraubenlängen in den Seitendeckel. Dann ist manchmal oben eine kürzere drin oder unten, hinten links ist eine kürzere drin. Da muss man drauf achten. Und während ich jetzt hier diese vier Gehäuseschrauben reindrehe, möchte ich mich bedanken für alle, die diesen Kanal abonniert haben. Wir haben jetzt tatsächlich die 50 überschritten. Yay! Die Influencer-Karriere startet durch. Nein, falls euch diese Videos gefallen, falls ihr hierbei was lernt, falls das Anregungen oder Ermutigungen gibt, dass ihr euch selber um eure Rollen kümmert, dann freut mich das. Und es wäre schön, wenn ihr einfach auf den Abo-Knopf drückt und ich versuche, jede Woche hier ein Video einzustellen, wenn es geht, wenn es die Zeit hergibt. Und bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wie gesagt, Kanal abonnieren, dann kriegt ihr, glaube ich, auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Und auch, wenn es mal Wünsche gibt nach bestimmten Rollenmodellen oder bestimmten Rollentypen oder wenn ihr mit einer bestimmten Rolle ein Problem habt, bitte stellt Fragen in der Kommentarfunktion oder schreibt mir eine E-Mail. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Wenn ich was weiß, wenn ich eine Lösung weiß, wenn ich nichts weiß, wenn ich mit meinem Latein auch am Ende bin, dann sage ich das natürlich auch. Oder ich kann versuchen herauszufinden über bekannte Rollenreparateure, ob man für ein bestimmtes Problem vielleicht eine Lösung findet. Okay, so die vier Seitendeckelschrauben sind drin und sie sind fest. Und jetzt probiere ich mal eines. Ich stecke jetzt hier mal den Hebel rein und gucke, ob das Ganze sich dreht. Ja, tut es. Okay, müsste also funktionieren. Im nächsten Schritt kommt dann hier der Freilaufhebel wieder drauf. Das ist alles aus Kunststoff. Der sitzt hier auf einem Stift, der hat eine eckige Aussparung und wird dann hier oben einfach nur zusammengeschraubt. Gut, sitzt auch. Dann haben wir hier hinten noch diese Kunststoffplatte, die kommt hier unten drauf. Die verdeckt dann hier die vierte Schraube, die man lösen muss, um das Gehäuse zu öffnen. Auch hier haben wir eine kleine Schraube, die da drin sitzt. Was ich mache bei diesen kleinen Schrauben, was manchmal ein Trick ist, wenn die immer herunterfallen oder wenn sie so widerspenstig sind, einfach den Schraubenzieher in das Rollenfett tunken, dass die Spitze mit Rollenfett bedeckt ist und dann klebt die Schraube dran. So. Und dann kann man sie oft einfacher, schneller und gezielter in die gedachte, dafür gedachte Aussparung schrauben. Okay. Ein bisschen abwischen. Gut. Soweit sind wir. Das meiste ist zusammengebaut. Als nächstes folgt dann der Rotor, der wird einfach wieder draufgesteckt.
Am Rotor mache ich jetzt überhaupt nichts, weil es ist eine fabrikneue Rolle. Also Bügel, Schnurlaufröllchen ist alles in bester Ordnung. Da muss man nichts machen. Rotor steckt wieder drauf. Es folgt hier die Mutter. Wir haben gesagt, die ging, das habe ich schon wieder vergessen, mit oder gegen den Uhrzeigersinn auf. Sie wird also gegen den Uhrzeigersinn festgedreht. Dann kommt hier die kleine Schraube drauf, die das Ganze fixiert. Und jetzt kommt meine Frau nach Hause, gleich geht die Haustür auf und wahrscheinlich wird unser Hund sich freuen. Also wenn da jetzt seltsame Geräusche im Hintergrund auftauchen, wundert euch bitte nicht. Jetzt wird hier diese Schraube wieder reingedreht. Kommt hier das kleine Ding wieder drauf. Die kleine Beilagsscheibe. Widerspenstig. Kurbel rein. Steckkurbel hier wird mit dieser Schraube festgemacht. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert und wie sie läuft. Immer. Einwandfrei. Freilauf geht auch. Das war die Wartung einer typischen mittelpreisigen Freilaufrolle. Frontbremssystem machen wir heute nicht. Das ist ganz normal. Das könnt ihr auf den anderen Videos sehen. Das ist eine ganz normale Frontbremsrolle mit 6 Bremsscheibensystem. Das sparen wir uns heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.